Und die Idee war,
ehemaligen Projektteilnehmern zu ermöglichen, sich nochmal zusammenzukommen, ganz ohne Druck ein Projekt durchführen zu müssen, sondern sozusagen ein großes Brainstorming, wo ganz unterschiedliche Leute aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, da waren Wissenschaftler ebenso dabei wie Künstler, dass sie zusammenkommen und einfach mal reden und dass sich dabei Projektideen entwickeln. Die erste Konferenz fand im Mai in Berlin statt. Da haben die Teilnehmer ihre Projekte vorgestellt, haben in verschiedenen Workshops zusammengearbeitet, haben auch kreativ zusammengearbeitet. Gekrönt wurde die Veranstaltung von einem Besuch der beiden Präsidenten, Gauck und Rifkin, waren zusammen bei uns. Das war natürlich eines der Highlights, wobei ich sagen muss, dass ich glaube, für uns als Veranstalter das eigentliche Highlight war, zu sehen, welche lebhaften Diskussionen geführt wurden und welche Kreativität dabei auch freigesetzt wurde und dass tatsächlich neue Impulse und neue Projektideen dabei entstanden sind. Dieselben 90 Teilnehmer, die in Berlin bei dieser Veranstaltung dabei waren, haben sich dann ein halbes Jahr später nochmal in Tel Aviv getroffen. Diesmal hatten wir ein konkretes Thema. Das Thema hieß Shared Society, Zusammenleben in diversen Gesellschaften, weil wir fanden, dass das etwas ist, was sowohl Israel als auch Deutschland betrifft. Diesmal gab es längere Workshops, anderthalbtägige Workshops, in denen die Teilnehmer sich intensiv mit bestimmten gesellschaftlichen Problemfragen auseinandergesetzt haben. Und zu unserer wirklich großen Freude hat sich aus diesen Zusammenkünften dann auch tatsächlich was entwickelt. Es sind Projekte entstanden, die wir heute fördern, also die wir dieses Jahr fördern. Ich kann ein Beispiel geben. Wir hatten einen Workshop, da ging es um Migration und Flüchtlinge. Das hatte mein Vorredner ja auch schon mal, Vorvorredner, angesprochen. Die Flüchtlingsthematik ist ein großes Thema in Deutschland. Das war auch ein großes Thema in Israel. Es wurde auf der Konferenz behandelt und es haben daraus entstanden, ist ein Projekt, das wir jetzt fördern, von zwei Organisationen, von zwei Flüchtlingsorganisationen, eine in Berlin und eine in Tel Aviv, die gemeinsam an sozialunternehmerischen Ansätzen für die Flüchtlingshilfe bzw. die Hilfe zur Selbsthilfe arbeiten. Und da sind wir ganz gespannt, was dabei rauskommt. Das ist ein Projekt, was jetzt läuft. So, an dieser Stelle hätte ich Ihnen jetzt den zweiten Film gezeigt, zur zweiten Konferenz. Das kann ich leider auch nicht tun. Deswegen bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, wir machen das jetzt schnell, dass was uns besonders freut an diesen, wir hatten eben diese besondere Veranstaltung, die wir anlässlich des ja wirklich besonderen Jubiläums gemacht haben, ist aber, dass es da nicht geblieben ist, sondern dass wir gesehen haben, dass unseren Projektteilnehmern diese Veranstaltung sehr viel bedeutet haben, dass es großen Anklang gefunden hat, weshalb wir jetzt beginnen möchten, ein Alumni-Netzwerk aufzubauen. Wir sehen, dass die Leute nicht nur kurzfristig zu Projekten zusammenkommen möchten, sondern dass es tatsächlich ein Interesse daran gibt, eine längerfristige Zusammenarbeit anzustreben. Deswegen wollen wir dieses Netzwerk aufbauen und regelmäßige Treffen zwischen unseren israelischen und deutschen Projektteilnehmern ermöglichen. Natürlich nicht in den großen Rahmen, vermutlich nicht wieder mit Präsidentenbesuch, aber immerhin. Und wir hoffen, dass diese deutsch-israelischen Kollaborationen, die daraus entstehen, eben dass es mehr ist als kurzzeitige Projektzusammenarbeit, sondern dass nachhaltige und tiefe Beziehungen entstehen, die auf einem gegenseitigen Verständnis und einem tiefen Einblick in die jeweils andere Gesellschaft basieren.